Der Professor hat mir schon wieder unter den Rock gefasst. Okay, du gehst rein, ich schubse. Im Nix Apollo Café. Oh, es tut mir ja so leid. Ich bin untröstlich. Läuft alles wie immer. Danke sehr. Ich hatte 2 Eier mit Schinken, Toast und Würstchen und Waffeln mit Marmelade. Aber irgendwo zwischen Hamburgern und Pommes frites. Das ist ja ein heißer Typ. Ist ein Koch auf der Suche. Dein Kopf ist so voll Zänkereien wie ein Ei voller Dotter. William Shakespeare, Romeo und Julia. Nach der großen Liebe. Ich will wissen, ob du Lust hast, mit mir auszugehen. Willst du? Erst sehen, mit ihr ausgehen. Doch von Romantik wollte sie nichts mehr wissen. Ich will nur mit ihr ausgehen. Nein. Nein, Anne. Frankie. Johnny? Oh, da kann man eine Gänsehaut bekommen. Kennst du diesen Song? Frankie und Johnny! Ich geb's auf, aber eins muss ich dir sagen. Es wäre mir lieber, du lässt es sein. Ich bin in dich verliebt. Das soll ein Leben sein? Ja, klar. Ich hol mir eine Pizza, leih mir einen Film aus, das ist Kino und ein Abendessen. Und ich muss mich nicht mit dem Idioten einlassen, der mir seine Zunge ins Ohr steckt. Ich mag, wie du das wegkickst. Ich glaube, dass du zu anstrengend für mich bist. Ich bitte dich, was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du alles von mir haben willst. Sie mag den wirklich. Aber wenn es dann wirklich um Liebe geht... Oh, hat's wehgetan? Es ist nichts. Alles in Ordnung? Es ist nicht passiert. Ich finde, wir sollten bald heiraten. Und ich will unbedingt Kinder und... Lauf hier! Ist für manche Leute Nein. Noch längst keine Antwort. Sie ist in mich verliebt. Nicht zu fassen. Ich mach das schon. Al Pacino, Michelle Pfeiffer, in einem Film von Pretty Woman-Regisseur Gary Marshall. Frankie und Johnny. Wir waren doch schon ein paar, bevor wir uns kannten. Frankie und Johnny, genau wie in dem Song. Haben die sich nicht gegenseitig umgebracht? Sie hat ihn umgebracht, aber das lasse ich nicht zu.